Elektrolyse einer Kupferchloridlösung. Geben Sie in die Petrischale das Rundfilterpapier. Der rund gebogene Kupferdraht wird am Pluspol des Netzgeräts angeschlossen und auf das Filterpapier gelegt. Der zweite Kupferdraht wird möglichst mittig in die Petrischale positioniert und mit dem Minuspol des Netzgerätes bzw. der Batterie verbunden. Gießen Sie nach diesen Vorbereitungen so viel Kupfer-2-Sulfat-Lösung 0,1 Molar in die Petrischale, bis der gebogene Kupferdraht vollständig bedeckt ist. Bei einer Spannung von 5 Volt wird ca. 20 Minuten elektrolysiert. Bevor das Kupferbäumchen die Ringelektrode erreicht hat, wird der Strom abgeschaltet.